Habe ich Rotkohl angesehen? Hast du Rotkohl gegessen? Ja. Rotkohl? Nee, kein, kannst nichts. Kannst du den Totenkopf sehen? Ja. Kochen. Boah, wenn ich mir das merke, also wenn ich mir merke, wie das ausgesehen hat und du verschwinden würdest und in ein paar Jahren, wenn man würde irgendwann einen Schädel finden und dann würde jemand sagen, könnte das Charlotte sein? Müssen wir jetzt so eine Genanalyse machen? Dann würde ich sagen, zeig einfach, ich weiß noch. Und dann könnte ich sagen, das ist Charlotte. Dann hält jemand dir einfach so. Ja, und dann würde ich so, oh nein, das ist Charlotte. Dieses Ganze. Leute, das seid ihr ja schon. Geliebte Online-Pussys. Neben mir sitzt die unglaubliche Charlotte Roche, die bei mir endlich zu Gast ist in der Sendung. Rast so ein bisschen aus. Ich noch mehr. Und wir haben hier ein kleines Spiel vorbereitet, denn wenn man hier schon mal eine Paartherapie-Expertin, das bist du ja jetzt. Nutzerin, sagen wir. Paartherapie-Nutzerin, die sich wahnsinnig gut auskennt. Wenn man die schon mal zu Gast hat im Studio, dann haben wir ein kleines Spiel vorbereitet. Und zwar haben wir echte Fragen, die Bravo-Leser Dr. Sommer gestellt haben. Und wir dachten, dass du das dann quasi schon mal beantworten kannst. Ich helfe dir natürlich. Danke. So, damit du dich sagen, gut Hilfe. Auf den Podcast vorbereiten kannst. Ja, ja. Ne? Weil, falls euch das Gesprächsthema irgendwann ausgeht, weil ihr seid ja auch schon 100 Jahre zusammen. Ich meine, dass ihr überhaupt noch miteinander redet, das ist ein Gottverdammt. Nur im Podcast reden wir miteinander. Sonst gar nicht. Also, erste Frage. Ich habe seit einem halben Jahr einen Freund und allmählich wollen wir auch miteinander schlafen. Und wann ist die Frage? 1970? Doch, da gibt es ein Problem, das mich sehr bedrückt. Als ich nämlich mit meiner Freundin darüber sprach, sagte sie, dass sich der Körper nach dem ersten Mal nicht weiterentwickelt. Ach so, das sage ich immer. Davor habe ich Angst, denn meine Figur ist noch sehr kindlich. Wenn das stimmt, würde es auch meine Mutter bemerken. Aber ich auf keinen Fall. Mega. Das sind so Geschichten, was man Leuten früher erzählt hat. Leuten. Jugendlichen, damit die keinen Sex haben. So. Ach, ja. Ja, natürlich. Wie? Es gibt den Scheidenkrampf. Davor hatten früher alle der Scheidenkrampf. Davor hatten alle Angst, den Scheidenkrampf. Dass der Penis rein und dann nicht mehr raus. Scheide krampft. Und dass man dann nur rauskommt, wenn man ins Krankenhaus kommt und alle im ganzen Dorf sehen, dass wie man Krankenwagen geht. Weil man so abgeschleppt werden muss. Aneinandergelegt. Und das, dann, das macht richtig Urangst. Geil. Aber das jetzt, was sie fragt, hätte ich gerne für kleine Hunde. Für kleine Hunde? Das diese eine Spritze, die man reinspritzt und dann bleibt man klein. Da bleibt der Hund ein Baby. Ein Welpe. Das wäre schön. Oh, das wäre gut. Oh Gott! Also, aber es stimmt doch nicht, ne? Nein! Nee, gut. Stimmt, vor allen Dingen die Mutter. So, jetzt sei's Moment, Fräulein. Du hast noch keine Brüste. Hast du etwa gebumst? Also. Hörst du das auch? Nee. Also, achso. Nee, ich höre nichts. Ich glaube, ich habe einen Tinnitus vom Stress. So, zweite Frage. Ja. Ich habe seit 4 Monaten einen Freund. Nun mein Problem. Mein Freund hat sich vor einer Woche mit seiner Ex-Freundin verlobt. Und es mir einen Tag danach gesagt, was soll ich machen? Er hat nämlich gesagt, dass er mich immer noch liebt. Oh, das ist doch helfersyndromsmäßig. Oh nein, er hat sich nur verlobt aus Mitleid und er liebt aber mich. Was soll ich denn jetzt machen? Ich muss ihm helfen, anstatt zu sehen, Arschloch. Ja, aber auch sie ist doch auch ein bisschen wie ein Stalker. Er liebt eigentlich mich. Ja. Oh, ach so, meinst du, sie ist... Und hat aber jetzt jemand anderes geheiratet. Ach so, geil. Verlobt. Genau. Ist es denn überhaupt dein Freund? Mhm. Hast du Beweise? Hast du ein Foto? Der Freund kann gerne die Polizei anrufen. Jan, 13, fragt, seit längerer Zeit habe ich gelbliche Pickel am Penis. So. Kann das vielleicht davon kommen, weil ich fast täglich onaniere? Ein Freund von mir sagt, das seien sogenannte Orgasmus-Pickel. Also ich persönlich habe wirklich viel Erfahrung gesammelt im Leben. Das kann man ja ruhig heutzutage, kann man das ja einfach sagen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Orgasmuspickel gesehen. Ich auch nicht. Aber heißt das vielleicht, dass bis jetzt alle Männer mir vorgetäuscht haben? Dass sie einen Orgasmus hatten? Und es war eigentlich nur ein Pickel oder was? Nein. Du bist Pickel gekommen. Nein, Orgasmus. Der Pickel ist aufgegangen. Es gibt doch Pickel, die aufgehen. Aber das ist so ekelig, aber Dr. Sommer musste sich immer damit beschäftigen. Wir nur ganz kurz. Das stimmt. Ich habe einmal, das Schlimmste, was ich mal gelesen habe, war, dass ein Mädchen gesagt hat, sie ist schwanger und sie weiß aber nicht genau, ob das Baby von ihr ist. weil der Freund nämlich kurz vorher fremdgegangen ist. Und vielleicht war das Ei von einer Frau am Penis dran.
Hoffentlich war das Baby schon, der Kleine auch schon da dran. Ja. So, jetzt mal was Erfreuliches. Kennt ihr die Stellung italienischer Kronleuchter? Ja. Ja? Ja. Dann könnt ihr die mal bitte erklären. Also, das ist, da hängt was von der Decke. Es muss nicht ein Kronleuchter sein. Aha. Man muss total gelenkig sein. Du hängst mit den Armen und den Beinen auseinander an dem Kronleuchter. Ja. Und hast Sex auf dem Tisch. So, Frage geklärt. Das stimmt aber nicht, glaube ich. Achso, ja gut, es muss ja nicht. Das war jetzt reine Fantasie. Ja. Ist Sex als Geburtstagsgeschenk okay? Verstehe ja, die Frage nicht. Von allen. Ja, natürlich. Naja, von wem? Ne? Wenn die Oma sagt, und jetzt habe ich noch was Besonderes für dich, mein Enkelchen, dann wäre es blöd. In der Familie ist sowieso illegal, außer unter Verheirateten. Also du kannst grundsätzlich sagen, in der Familie nein. In der Familie nein. Durch alle Generationen von oben und nach unten nein. Moment mal, ist nicht bei Cousinen okay? Nein. Cousinen, Cousins? Einfach nein. Zur Sicherheit nein, weil Safety man weiß first. Nie. Letzte Frage. Ist männlicher Samen gesund? Ich habe gelesen, dass männlicher Samen gesund sein soll, weil er viele und teilweise wichtige Vitamine enthält. Stimmt das? Vitamine habe ich noch nie gehört. Was hast du gehört? Eiweiß. Eiweiß. Ich denke mal, dass Samen sehr gesund ist, wenn man zum Beispiel in einen grünen, wenn man in einen grünen Smoothie wächst. Ja. Dann? Ja. Und ich habe immer gedacht, wenn man die Pumpe im Fitnessstudio sieht und die trinken danach einen Eiweißshake, dann weißt du Bescheid. Ja. Also ja, es ist super healthy. Also, wenn alles ihr noch mehr wissen wollt, was man so in einer perfekten Beziehung tut. Du weißt, dass die nicht perfekt ist. Aber falls es die gibt, die perfekte Beziehung, dann werden wir das eruieren. Und zwar heute. Bei Pussy der Rotte Frau. Charlotte Rausch. Schalten Sie ein. Caroline Kebekus. Ja, mit mir auch.